Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein Video, welches ich auf YouTube gefunden habe und ich mega geil fand, so zum Ausprobieren. Und zwar geht es heute darum, 24 Stunden lang nur rote Sachen zu essen. Also ich fand das mega interessant und wollte mal gucken, was es da so gibt und wie man damit so auskommt, möchte ich sagen. Und dafür war ich natürlich auch einkaufen. Und bevor ihr euch das jetzt anschaut, geht mal nach unten und schaut nach, ob ihr mich schon abonniert habt. Denn schreibt mir auch super gerne in die Kommentare, was ihr essen würdet, wenn ihr 24 Stunden lang nur noch rote Sachen essen dürftet. Also würde mich mal interessieren, was ihr da so kennt, was ihr da so bevorzugt. Nun gehen wir zu meinem Einkauf. Viel Spaß! Okay, schauen wir mal, was es so Rotes gibt. Erdbeeren sind auf jeden Fall rot und Leute, ich liebe Erdbeeren. Ich kann es kaum warten, bis es Sommer wird und es auch hier bei uns Erdbeeren gibt. In der Gemüseabteilung habe ich mir Tomaten mitgenommen. Tomaten liebe ich auch, also. In der Süßigkeitenabteilung gab es KitKat, aber das ist ja nur von außen rot. Was die Getränke angeht, habe ich zum Glück auch so eine schöne rote Aktivschorle gefunden. Zum Mittagessen habe ich nach Nudeln gesucht. Da gab es so einen roten Mix. Aber ich habe zum Glück auch noch komplett rote Nudeln gefunden. Das sind Tomate-Basilikum-Nudeln. Und als kleinen Snack habe ich so kleine Tomaten-Cracker gefunden. Ein kleiner Vollkorn-Snack, so für zwischendurch. Und zum Abendbrot habe ich nochmal Risotto mitgenommen von Uncle Ben's. Habe ich noch nie gegessen, sowas. Aber geil zu probieren. Hier sieht man einmal meinen roten Einkauf bis jetzt. Zum Nachtisch einmal rote Götterspeise. Rot, rot, rot. Tomaten, das sind so meine Lieblingstomaten. So kleine Cocktailtomaten. Ach ja, ich liebe sie. Donuts, auch in rot. Und Pizza, da ist leider nur die Verpackung rot. Ja. Ich habe euch so gerade ein paar Einblendungen gemacht, das Ganze mit Voice-Over gezeigt, weil ich im Laden nicht so sprechen bzw. filmen konnte. Deshalb habe ich euch nur so ein paar Zusammenschnitte gezeigt. Es ist mittlerweile auch schon ein bisschen später, ich bin aus der Schule gekommen. Dann erzähle ich euch einfach nochmal ein bisschen, weil ich davor nicht so zum Bloggen gekommen bin bzw. zur Kamera sprechen. Ja, dann habe ich halt, wie gesagt, heute Morgen zum Frühstück ein paar Erdbeeren gegessen, weil Brot, Brötchen dürfte man ja nicht essen, weil das ist ja nicht rot. Man könnte jetzt vielleicht Salami oder Marmelade oder sowas nehmen. Aber wie denn? Ohne Brot und ohne Brötchen macht wenig Sinn. Deshalb habe ich mich für Erdbeeren entschieden und so ein gesunder Snack in den Start. Hat mir persönlich jetzt auch ganz gut getan. Okay Leute, ich synchronisiere das jetzt so ein bisschen nach, weil ich ja an dem Tag nicht so viel zur Kamera gesprochen habe und gevloggt habe und ich dachte, es ist auch blöd, wenn ich euch das alles nur mit Musik hinterzeige, deshalb jetzt so. Und zwar in der Schule habe ich dann meiner Freundin, habe ich so Süßigkeiten mitgebracht von Karneval, die habe ich mit ihr geteilt und da war solcher Hamburger von Trolli, aber da ich ja nur rotes Essen essen durfte, gab es für mich leider nur das Fleisch davon und für sie den Rest. Als ich dann wieder zu Hause war, eben zum Mittagessen, habe ich mir solche roten Tomaten-Basilikum-Nudeln gemacht. Habe ich so ein bisschen gebraten mit roten Gewürzen. War auch mega, mega lecker und ich bin davon eigentlich auch ganz gut satt geworden. Und jetzt werde ich mich gleich erstmal umziehen und dann vielleicht gleich noch so einen klitzekleinen Snack essen, denn da habe ich auch was gekauft, habt ihr auch gerade gesehen. Ja, und ansonsten nehme ich euch heute einfach noch so ein bisschen mit den Tag über. Ich habe auch mir bei Zalando was bestellt und dann dachte ich mir, können wir das doch einfach mal vor der Kamera auspacken. Und deshalb würde ich sagen, hole ich jetzt einfach erstmal meine Pakete her, probiere das Ganze an. So ein kleiner Try-on-Haul, das sind eigentlich nur Hosen. So Leute, ich habe, wow, Fett bei Mango bzw. bei Zalando geshoppt
Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, euch die Sachen so ein bisschen zu zeigen. Quasi im Try-on-Haul. Und so habe ich mir ein paar Hosen gekauft. Ich glaube, das waren 4 oder 5. I don't know. Weil ich einfach mal wieder Hosen brauchte. Man kennt's. Und zwar habe ich mir zum ersten eine von Mango. Zalando ist ja so ein Online-Shop. Ich denke, die meisten werden den von euch kennen. Und da gibt es da halt über verschiedene Anbieter, kann man da sich Sachen kaufen. Habe ich mir da, wie gesagt, erstmal eine Hose von Mango bestellt. So, die erste Hose ist diese hier. Das ist einfach so eine ganz normale. Ich glaube, das ist keine Jeans unbedingt. Aber die ist auf jeden Fall so schwarz-weiß gestreift. Wobei ich glaube, das ist eher so dunkelblau, also ganz dunkles Blau. Und ja, keine Ahnung, ich werde die einfach mal anprobieren. Gekostet hat die im Übrigen 30 Euro. Ah, Leute, ich habe es ganz vergessen schon wieder. Aber ich habe mir tatsächlich auch noch neue Schuhe bestellt. Und zwar sind das Vans. Das sind meine ersten Vans. Ich hatte davor immer so Nike und Adidas Schuhe. Und jetzt habe ich einmal Vans ausprobiert, weil ich fand die so, so schön. Und so sind das diese hier. Das sind eigentlich... Also das sind halt so Basic Vans. Ich habe ja davon vom Primark, also wer meine Hauls kennt, der weiß, dass ich vom Primark so eine Nachmache habe. Die hat 8 Euro gekostet. Fand ich auch mega cool. Ist halt unbequem und so. Deshalb dachte ich mir so, gönne ich mir mal so einen richtigen Schuh. So, wisst ihr. Und so habe ich mich dafür diese hier entschieden. Mit diesem, diese Oldschool-Variante heißt es, glaube ich. Oldschool-Variante, ich weiß nicht, wie das heißt. Und so hat das hier einfach... Diese Karos, und ich liebe diese Karomuster. Ich weiß gerade nicht, mein Handy. Nee, aber ich habe meine Handyhülle auch davon. Ich habe auch einen Gürtel davon. Ich habe voll viel davon. Ich liebe dieses Muster einfach. Ohne Witz, Leute. Und ich, wenn die jetzt noch passen, wäre es einfach perfekt. Die haben, glaube ich, so 80 Euro gekostet. Aber ich finde die einfach echt, echt mega schön. Und ich finde, die kann man halt auch zu fast allem kombinieren. Also wirklich... geil. Und ich trage ja meistens eher so schlichtere Sachen und damit pimpt man das Outfit eigentlich voll gut auf und ich liebe diese Schuhe. Ich freue mich schon, sie anzuprobieren und wenn sie passen, muah. Als nächstes habe ich mir von Pull&Bear hier ein paar Hosen bestellt. Es sind 3 Stück und so habe ich mir zum einen einfach einmal eine... Basic Skinny Jeans bestellt. Die ist halt so nicht so ein Jeansstoff, sondern so ein etwas hellerer, ausgewaschener Jeansstoff. Und ich mag das einfach total gerne. Von hinten sieht die so aus. Die hat nichts Besonderes an sich, also keine Löcher oder so an den Knien. Aber diese Waschung ist halt mega cool. Und ja, ganz normale Jeans finde ich irgendwie langweilig, aber diese hier... Als nächstes, auch von Pull&Bear, habe ich mir so eine ganz schlichte Mom-Jeans gekauft. Die hat jetzt keine Löcher oder so. Die sind einfach in so einem ganz normalen Jeansstoff. Und keine Ahnung, fand ich mega cool. Und so ein Basic kann man mal haben. Ich hatte mal eine von H&M, so eine Boyfriend-Jeans. Die ist mir leider kaputt gegangen. Mal sehen, wie ich die noch tragen kann, inwiefern. Aber jetzt habe ich mir erstmal eine neue angeschafft, weil ich liebe einfach diesen Schnitt vom Mom-Jeans. Ich finde, das sieht so geil aus. Wenn man das dann richtig kombiniert, finde ich, sieht das echt, echt geil aus. Und meine letzte Hose, ebenfalls von Pull&Bear, ist diese hier. Ich finde die so geil. Das ist mein absolutes Highlight. Und zwar ist das wieder so eine Mom-Jeans. Die ist hier unten an den Füßen auch so aufgeriffelt. Und die hat hier an den Hosen komplett Löcher auf beiden Seiten. Und das ist wirklich, wirklich echt mega für mich. Also, das liebe ich. Also, wenn die passt, werde ich die, glaube ich, nur noch tragen. Das ist meine absolute Lieblingsjeans. Ja. Okay, jetzt kommen wir mal zum Try-On. Nach meinem Haul gab es für mich erstmal Wassermelone draußen bei dem schönen Wetter und zum Abendbrot dann eben von Uncle Ben's Risotto. Habe ich noch nie gegessen und zum ersten Mal ausprobiert. Hat aber im Endeffekt eigentlich ganz gut geschmeckt. Würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal essen, aber es war okay. Dann habe ich auch noch von Extaler die rote Aktivschorle ausprobiert. Schmeckt so ähnlich wie Kindersekt, muss ich sagen. Also vielleicht ist das ja eine ganz nette, billige Alternative dazu. Ja, alles rot und rot, ne? Mein Pullover, meine Nägel, die Schorle, rot eben.
Und danach gab es für mich nochmal Tomaten, kleine Cocktailtomaten. Mag ich mega gerne. Und das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und schreibt mir euer Essen für 24 Stunden in Rot in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!